Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Interview der Woche. Ich habe mich heute verabredet mit Susanne Lüning. Moin Susanne, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Du hast uns eine E-Mail geschickt mit einem Projekt, wofür du gerade ja im Prinzip in die Werbung gehst, in die Bewerbung gehst. Und zwar geht es darum, dass du in Tansania mit einem Freund zusammen, genauer gesagt in Mihale, dass ihr euch dafür stark macht, dass dort ein Brunnen gebaut wird. Erklär mir das mal bitte. Also Mihale liegt im Nordwesten von Tansania, ist ein kleines Dorf, wo ungefähr 1500 Leute wohnen. Die meisten da sind arm und versuchen irgendwie mit Landwirtschaft oder Viehzucht über die Runden zu kommen. In Tansania gibt es Regenzeiten, so von Anfang März bis Ende Mai und von Mitte September bis Mitte Dezember. Da wird dann so Ackerbau betrieben. Durch den Klimawandel sind die Regenfälle aber auch schon nicht mehr so ergiebig, also dass es da auch schon Probleme gibt, die Ernte überhaupt durchzukriegen. Und während der Trockenzeit ist es halt trocken. Da regnet es dann halt mal gar nicht. Und da muss man dann, um Wasser für den täglichen Bedarf zu kriegen, 3 Kilometer laufen zu einem Fluss, wo so braunes Wasser drin ist. Dann machen die ihre Eimer und Kanister voll, tragen die auf den Kopf oder mit den Händen nach Hause, 3 Kilometer nach Hause. Und bevor man das dann zum Kochen oder zum Trinken benutzen kann, muss man es noch abkochen. Und dafür muss man aber vorher noch Feuerholz sammeln, weil da auch Feuer gekocht wird. Nicht hier mit Gasherd an und so, das ist da alles nicht. Also es ist schon ein ganz anderes Leben als hier. Jetzt habt ihr euch einen Experten gesucht, also ihr habt jetzt nicht selber euch überlegt, was da genau passieren soll, sondern ihr habt euch einen Experten gesucht, der hat geguckt, was für eine Art Brunnen braucht ihr und wie ging es dann weiter oder wie geht es jetzt weiter? Also erstmal wurde ein Bodengutachten erstellt, um zu gucken, ob es überhaupt Wasser gibt, und es gibt Grundwasser, allerdings 170 Meter tief, also man muss ein ordentlich tiefes Loch bohren, und da ja auch 1500 Leute davon zehren sollen, muss das auch ein 8 Zoll großes Rohr sein, das sind so 20 Zentimeter. Dementsprechend muss auch eine große Pumpe oben rauf, die auch gerne mit Solar betrieben werden soll. Das kostet natürlich alles auch wahnsinnig viel Geld. Deswegen haben wir jetzt diese Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen und wir brauchen insgesamt so 28.000 Euro. Wir haben verschiedene Brunnenbaufirmen angeschrieben, Kostenvoranschläge eingeholt. Ja, und seit Mitte Juni haben wir jetzt die Kampagne gestartet und sammeln jetzt ganz fleißig Spendengelder. Also natürlich blenden wir jetzt an der Stelle alle Informationen, die Sie benötigen, ein, sodass Sie, falls Sie spenden möchten, dies tun können. Mich würde nochmal interessieren, Susanne, wie bist du darauf aufmerksam geworden, beziehungsweise warum ausgerechnet dieses Dorf? Also es war ja so, vor 2 Jahren bin ich nach Tansania geflogen, weil ich den Kilimandscharo besteigen wollte. Das wollte ich schon lange machen, das war ein lang gehegter Traum. Deswegen hatte ich mich auch so mit dem, was brauche ich für den Berg, was muss ich alles mitnehmen, vorbereitet. Aber über das Land wusste ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Und so Kilimandscharo-Besteigung dauert so ungefähr 7 Tage. Also man hat seine Bergcrew, viele Leute, die einem auch das Zeug den Berg hochschleppen, weil man das alleine nicht schaffen würde. Und man hat einen Führer und einen Koch und Träger. Und mit denen hat man halt 7 Tage Zeit, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und da ich immer auch gerne viel frage und wissen will, wie was läuft, habe ich so, ja, wie ist denn das und so, wenn man hier wohnt. Und viele Leute kennengelernt, von denen einige auch gute Freunde geworden sind. Und einer von denen war halt Christopher, der kommt aus Mihale, aus dem kleinen Dorf, und hat mir erzählt, wie das da so läuft und hat mir auch Bilder gezeigt. Und das ist schon ein anderes Leben. Ne? Vielleicht muss man erst mal da gewesen sein, um zu sehen, wie gut es uns hier doch eigentlich geht. Das ist ja immer Jammern auf hohem Niveau hier bei uns eigentlich. Ich finde, das ist ein sehr schöner Schluss dazu, Susanne. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für die Zeit. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Crowdfunding-Kampagne durchkriegt. Dabei können wir unterstützen und wer das möchte, kann dies tun. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Wir verabschieden uns, wünschen eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.